Und der ist jetzt auf jeden Fall auf Krawall aus. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass er uns nicht runterhittet. Das wäre natürlich mega. Willkommen heute zu einem neuen Video und heute mal ein Top 3 YouTuber Texture Pack Video. Und ich dachte mir, nachdem ich damals diese YouTuber Texture Pack Reihe hatte, stelle ich heute nochmal meine Top 3 Favoriten vor, die ihr gemacht habt. Und ja, die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Wir starten erstmal hier beim GLP Texture Pack, also beim German Let's Play Texture Pack, und das habe ich schon drin. Ja, das wurde gemacht vom lieben Slimeplay, also vielen Dank dafür nochmal, auch wenn das schon etwas länger her ist, und wir werden uns die Texturen einfach mal einzeln anschauen. So, wir haben hier die Schwerter und die Schwerter sind einfach richtig, richtig geil gemacht, denn auf den Schwertern findet man zum Beispiel hier, also auf dem Holzschwert, so eine gezeichnete Form vom GLP, also so, ne, ich denke mal, ihr seht ja sowieso, wie das aussieht, das sieht recht geil aus. Dann halt auf dem Goldschwert ist einfach nur ein, ja, wie soll man sagen, so eine Animation drauf vorhanden. Auf dem Steinschwert befindet sich ein Comic Art quasi oder so ein Fanart drauf gezeichnet, was aber wirklich ziemlich geil aussieht. Und auf dem Eisenschwert befindet sich auch ein gezeichneter GLP, was wirklich sehr schön aussieht. Und ja, das Diamantschwert ist so Galaxy-mäßig animiert, was mega cool aussieht. Ja, dann haben wir hier nochmal so ein paar kleine andere Sachen. Dann haben wir hier noch einmal eine Enderperle, die aussieht wie Klumpi, und einen Bogen, der aussieht wie Puffy. Das sind auch nochmal so Details, die halt einfach das Texture Pack nochmal viel, viel schöner machen, die das halt einfach nochmal viel authentischer machen. Genauso wie auf der anderen Seite sowas wie zum Beispiel hier der Goldapfel oder, also das ist hier natürlich ein OP-Goldapfel. Und das hier ist ein normaler Goldapfel. Und in diesen Goldäpfeln befindet sich nochmal der Kopf von GLP. Und das sieht auch richtig geil aus. Wenn wir im Game Mode 1 sind, sehen wir auch schon die Controller als Herzen in der Leiste. Also hier unten. Und ganz normale Hungerbalken. Also da hat sich jetzt nichts verändert. Und wenn wir in das Inventar reingehen, ey, das sieht so cool aus, ne? Also da hat der sich wirklich was einfallen lassen, der Ersteller. Dieser Hintergrund, dieser Wallpaper, den wir als Inventarhintergrund haben, der sieht so cool aus, muss ich sagen. Also das ist richtig schön gemacht und da muss ich auch sagen, hat der Ersteller auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen, was der Hintergrund angeht des Resource Packs. So Leute, ich bin jetzt hier auch nochmal in einer Skywars-Runde, da dieses Texture Pack auch noch Sounds hatte, also Kill-Sounds, und die wollte ich euch natürlich auch noch zeigen. Deshalb jetzt hier nochmal in einer ganz kleinen Runde Skywars und ich werde euch jetzt einmal ganz schnell den Kill-Sound zeigen. Mama, ich habe jemanden getötet, guck mal. Genau, und das ist auch schon der Kill-Sound, ihr habt richtig gehört. Das ist, also, das war echt lustig, als ich das erste Mal gehört habe. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Und ich werde jetzt einfach voll risky spielen, weil ich euch eigentlich nur gerne den Kill-Sound zeigen wollte. Und das konnte ich ja jetzt machen, deshalb ist mir das eigentlich egal, ob ich jetzt sterben sollte oder nicht. Aber es sieht so aus, als würde der Typ auch noch ordentlich den anderen auf die Schnauze hauen. Und ja, da ist der nächste down. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim zweiten Texture Pack. So, wechseln wir zum nächsten Texture Pack. So haben wir das P-Dizzle Pack. Und das wurde gemacht von Bayanik. Der hat auch noch das andere Texture Pack gemacht, was ich gleich vorstellen werde. Und ja, wir werden einfach mal ganz kurz anfangen bei diesem Pack. Und zwar sehen wir schon, was haben wir auf den Schwertern drauf. Wir haben einmal ein Goldschwert, wo wir den Palutenkopf drauf haben. In natürlich Gold, was auch sonst. Wir haben ein Steinschwert, wo der liebe Palute mit einem Schnurrbart drauf ist. Ein Eisenschwert, wo Paluten im O-Watt-T-Shirt drin ist. Also er hat das O-Watt-T-Shirt an. Und das Geile ist einfach, dass das Paluten quasi so comicartig gezeichnet wurde, was auch mega geil aussieht. Und hier haben wir nochmal Paluten, auch im gezeichneten Stil, aber eher realitätsnah gehalten. Und noch den Paluten-Schriftzug, den man zum Beispiel aus dem Intro kennt, auch nochmal so darüber gepackt. Ja, und ansonsten hier das Dia-Schwert und auf diesem Dia-Schwert steht auch nochmal, oh, what? Das ist auch ganz geil gemacht. Ja, ansonsten sind das halt ganz normale Specs-Texturen, ein bisschen abgeändert, zum Beispiel hier die Rod in Orange und
Auf der Rückseite befindet sich auch nochmal ein Goldapfel und hier ist auch nochmal ein lächelnder Paluten, der sich freut. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich einen Goldapfel essen könnte, von daher kann ich die Freude auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn wir in das Inventar reinschauen, dann sehen wir eigentlich relativ wenig. Wir haben halt auch nochmal ein angepasstes Specs-Inventar, das halt, ja, ziemlich orange ist, also so kürbismäßig gehalten, könnte man eigentlich sagen. Und im Hintergrund befindet sich sogar noch eine Kürbisfarm, was auch ziemlich kreativ ist. Oben nochmal der Schriftzug Paluten und ansonsten, wie gesagt, einfach nur alles nochmal in so einem orangenen Style, orange-gelb würde ich beinahe sagen und genau. Da ich weiß, dass ihr alle auch nochmal den Kill-Sound hören wollt, werde ich nochmal ganz kurz den Kill-Sound zeigen. Übrigens, was ich vergessen habe zu zeigen, ist noch einmal die Kiste. Und zwar sieht man schon auf der Kiste, ist einfach der Palutenkopf in der animierten Variante drauf. Und das sieht ziemlich cool aus. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir nochmal den Kill-Sound zeigen können. Bei Gelegenheit. So, okay, da haben wir auch schon unser Opfer. Und das kommt auch so langsam rüber. Deswegen würde ich sagen, verstecke ich mich einfach mal ganz kurz. Esse den Goldapfel und werde versuchen, mein Bestes zu geben, damit der Kollege hier stirbt. Und wir haben den schon mal einmal hitten können. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und der ist jetzt auf jeden Fall auf Krawall aus. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass er uns nicht runterhittet. Das wäre natürlich mega bitter. Get down! Aber man hat den Sound, glaube ich, gehört. Er hieß nämlich Get Down. Ich denke mal, das sollte jeder kennen, der von euch Paluten schaut. Und das war auch der Kill-Sound von dem Pidizzle-Pack. Was ich noch ganz vergessen habe anzusprechen, sind noch einmal ganz kurz hier die Herzen. Denn die Herzen sind Palutenköpfe. Und die Hungerbalken sind ganz normal geblieben. Ja, das letzte Texture-Pack ist das Crafting-Dinner-Pack. So wird das nämlich bezeichnet, wenn man hier mal reinschaut. Und ich muss sagen, das Bild fand ich schon damals geil und finde es immer noch geil. Und jedenfalls sehen wir schon, hier einmal ganz kurz die Schwerter durchgehen. Auf dem Goldschwert haben wir, ja, es ist erstens natürlich nicht Gold, sondern dunkelblau gehalten. Und es befindet sich dort der Schriftzug Spielkind drauf. Dann haben wir einmal das Steinschwert und das Steinschwert ist nicht, ja, aus Stein, sondern halt einfach rot und es befindet sich der Schriftzug Jonge drauf. Das Eisenschwert, auf dem sich Dena befindet, mit einem ungeheuer T-Shirt, glaube ich, sieht so aus, wenn ich drauf schaue. Doch, sollte so sein. Dann das nächste Schwert wäre das Holzschwert und hier befindet sich der Schriftzug Spielkind nur am Spielen, dies, das drauf. Und das sollte man aus dem Intro kennen von Dena, also sollte nicht unbedingt unbekannt sein. Und am Ende gehen wir nochmal ganz kurz hier zum Dia-Schwert rüber und hier befindet sich Dena in Pose natürlich. Und das ist sogar so mehr oder weniger aus Diamant. Also man könnte erkennen, dass es halt eine Diamanttextur darstellen soll und das sind dann so die Dena-Texturen. Ansonsten halt die Rod ganz normal gehalten, die Enderperle auch ganz normal gehalten. Und was vielleicht noch ein bisschen einzigartig ist in diesem Texture-Pack, ist nochmal der Dena-Kopf. Der befindet sich nämlich in einem Goldapfel und in einem normalen Goldapfel, also OP-Goldapfel, normalen Goldapfel. Und wenn wir das Inventar öffnen, sollte auch unschwer auffallen, dass sich dort auch ein bisschen was verändert hat. Das hier ist noch aus dem Crafting Fabo Texture Pack Version 1. Und hier wurde das Fabo, also Fabo wurde einfach ersetzt mit Dena. Und hier im Hintergrund ist auch nochmal Dena zu sehen. Ja, es gibt ebenfalls noch einen Jonge Brustpanzer, also es ist ein Dia-Brustpanzer. Und auf diesem Dia-Brustpanzer befindet sich Jonge drauf. Und es gibt nochmal den gleichen als Eisenbrustpanzer. Und auf dem Eisenbrustpanzer ist ebenfalls der Schriftzug Jonge drauf. Ansonsten, die Herzen sind halt ganz blau und die Kiste ist ebenfalls blau, wie man das schon unschwer erkennen sollte. Und wir schauen uns jetzt oder hören uns jetzt mal den Kill-Sound an. Ach, und was mir gerade auffällt, ist nochmal das TNT. Denn auf dem TNT sehen wir, ist auch noch so ein Atomzeichen drauf, das sieht auch richtig geil aus, ne? Wir kennen ihn nicht, den alten Insider von Dena damals, als er die Nukes gesprengt hat. So, wir sind jetzt hier auf der anderen Insel und wir werden jetzt mal gucken, dass wir vielleicht... So, können wir jetzt den Killsound abspielen und mal schauen und... Da habt ihr den Killsound gehört. Er ist ganz schlicht, aber er heißt einfach Jonge. Ja Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, Däumchen nach oben wäre auf jeden Fall mega fresh. Und ihr könnt mich natürlich gerne abonnieren, wenn ihr mehr Texture Pack Videos sehen wollt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dann und ciao.